Bleib so, wie du bist. Das ist die Message des Stückes Adelheid im Wunderkleid der Diplomandin Stefanie Fritz. Adelheid ist ein typisches Mädchen vom Land, das sich Hals über Kopf in Ferdinand, einen reichen Stadtherrn, verliebt. Dass die dargebotenen Lieder »In mir klingt ein Lied« und »Meine Liebe ist grün« wunderbar zum Ausdruck bringen. Adelheid folgt ihrem Angebeteten in die Stadt und taucht dort in die Gesellschaft der Schönen und Reichen ein. Doch diese, allen voran Ferdinands Mutter, akzeptieren Adelheid nicht so, wie sie ist. Der Grund dafür ist Adelheids Kleidung, denn Kleider machen bekanntlich Leute. Also wird Adelheid auf die Probe gestellt. Sie soll lernen, so zu sein, wie die feine Gesellschaft sie haben will. Nach all ihren Bemühungen, die den Zusehern mit einem Stummfilm und der schönen Galatee von Franz Suppé in einem Arrangement von Stefanie Fritz für Blechbläserquintett als musikalische Untermalung gezeigt werden, entschließt sich Adelheid doch, ein Fest zu organisieren, welches ihren wahren Charakter zeigt. Sie erkennt, dass sie sich für niemanden verkleiden muss, weil das wahre Wunderkleid eines Menschen nicht seine Kleidung ist, die er trägt, sondern der Charakter. Doch dies sieht man nur dann, wenn man hinter die Fassade eines jeden Menschen blickt.